So, und da bin ich auch schon wieder bei Kingdom Hearts. Und oh, das war die falsche Taste. Ja, wir gehen jetzt weiter. Und zwar da, wo wir das letzte Mal den Boss gekämpft haben, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir diese Tür nicht aufkriegen konnten, dass wir da hinten rumgehen können. Jetzt, da wir alle möglichen Magien haben, können wir da hin. Wow. Take this. Gut. Donnersplitter? Hey, cool. Ach ja, richtig, das sind hier Zappelzipfler. Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle die Blitzzipfler. Passt schon. Irgendwie so. Wollte schon gerade sagen. Neue Herzlose? Oh doch, da ist ein neuer Herzloser. Hier, dieser. Ich wusste, wie die hießen. Auf alle Fälle sehen die aus wie so komische Fünfklässler mit so komischen Propellerhüten. Wie hieß der Typ? Irgend so ein komischer Typ auf dem Dach. Das war, keine Ahnung, Kindermärchen aus Schweden. Weiß ich nicht mehr. Gottchen. Mir lässt das aber auch nach langsam. So, und zwei Sachen habe ich hier zu tun. Und zwar, neben den ganzen Herzlosen, die ich hier verdrasche, da ist noch einer. Da vorne. Das ist ein Susi und Streich. Ne, hier. Richtig, hier ist ein kaputtes Kabel. Und zwar Magie, Blitz. Und jetzt hat mich wieder Strom drauf. Und dieser Strom ist gut. Dafür müssen wir die Arena machen. Nervige Angelegenheit, die Arena, sage ich euch. Aber manchmal ist das so. Boah, ich habe 4.000, fast 5.000 Taler. Was soll ich damit anfangen? Ich glaube, ich muss mal gleich mal neue Waffen kaufen für unsere beiden hier. Und irgendwie geht mir dieses endlos herzlos gedöns sau auf die. Wow. Ich achte gar nicht auf mein Leben, während ich hier die ganze Zeit quatsche. Ich sollte mal. Was sollte ich mal machen? Einiges sollte ich machen. Und zwar neue Waffen kaufen für die. Kann ich hier irgendwie rein oder so? Ist das irgendwie eine Tür oder so? Nein, ich glaube nicht. Ah, jetzt kann ich das hier. Jetzt durch die Tür gehen. Ja. Yeah. Und nein, ich glaube, ich bin gerade. Das war nicht gut, dass ich durch die Tür gegangen bin, glaube ich. Weil jetzt kommen die ganzen Herzlosen wieder. Und das wäre jetzt nicht so gut, finde ich persönlich jedenfalls. Nee, doch nicht. Gut. Ja. Hier haben wir das nächste. Und zwar mit. Naja, du solltest mal die Tür treffen. So kannst du ins towerhafte Haus. Okay, da ist die Jump-Taste. Oh Gott. Oh Gott. Boah, gleich beim ersten Mal. Gratuliere. Also hier gibt es irgendwo eine Truhe, das weiß ich. Ja, da vorne, wo ich nicht rankomme. Und da komme ich auch noch nicht hin. Komme ich in das Haus rein? Ja, leerer Raum, Fragezeichen. Yeah, ich komme in das Haus rein. Schon mal ein Anfang. Ich glaube, ich weiß das, was er... Lasst euch überraschen. Ich verrate euch eh nichts. Dieser muffige Ort hat was an sich. Erinnert mich an die geheime Höhle zu Hause, wo wir immer an die Wände gekritzelt haben. Weißt du noch? Kairi? Sora?
Ich frag mich zwar, was das zu bedeuten hat, aber hey, wir werden es bald merken. Nun, nun. Wer könnte das denn sein? Ihr kommt früher, als ich dachte. Ja? Sie haben gewusst, dass wir kommen? Ja, glaube ich schon. Natürlich. Sie sind ein Herzloser. Er sieht nicht so aus. Du meine Güte, nein. Ich weiß, wer das ist. Genau, ich heiße Merlin. Wie ihr seht, bin ich ein Zauberer. Merlin war, glaube ich, aus... Es gab von Disney einen Arthas-Film, glaube ich, so. Da kam halt vor, ich reise viel und es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Euer König hat mich um Hilfe gebeten. König Mickey? Ja, eben der. Donald, Goofy und wer bist du, junger Mann? Ich bin Sora. Sora? Keine Ahnung. Aha, ihr habt also den Schlüssel gefunden. Worum hat der König sie gebeten? So rum. Ein Augenblick. Presto. Aha. Und da ist ein Speicherpunkt. Alles gut. So, euer König bat mich, euch in der Kunst der Magie zu unterweisen. Und ihr könnt jederzeit damit beginnen. Lasst mich wissen, wann ihr die Unterweisung beginnen wollt. Oh, noch etwas. Aha, kleine Hexen. Ach, Dings. Das ist jedoch aus den Dornröschen, die kleine Zwiebel da. Die gute Fee. Euer König hat mich gebeten, euch zu helfen. Cool. Ich stehe euch während eurer Reise zur Seite. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber kommt jederzeit vorbei. Ja, natürlich. Ach, nichts. Wir wollen mich erstmal kurz speichern. Also, beziehungsweise Speicherpunkt antatschen und speichern. Kann man nebenbei gleich beides machen. Damit wir auch den Fortschritt, den wir haben, natürlich hier nicht, ne? So, und wir reden mal mit der guten Fee. Ich mache mir große Sorgen um Cinderella. Meine Welt ist auch verschwunden. Ich mache mir große Sorgen um Cinderella. Super Ding. Also können die beiden mir nicht viel sagen. Gibt's hier sonst irgendwas zu entdecken? Wo ist denn das Buch? Ich suche ein Buch, ein ganz bestimmtes. Oh, was denn hier? Ist das Haus verlassen? Ah, das ist noch nicht freigeschaltet, oder? Bin ich zu... Ich sehe es einfach nicht. Diese Sicht hier in diesem Haus ist auch... Sprechen wir mal mit dem Typen. Ja, ich will Magie üben. Cool. Wir können durch das Dach da hochfliegen. Das ist eine coole Eigenschaft eigentlich. Okay, jetzt? Achso. Mal mit Merlin reden. Okay. Klar. Beweglich. Los geht's. Hey, du kriegst ja automatisch Ether. Wie cool ist das denn? Ja, ihr seht auf alle Fälle, was ich halt meine. Das wäre eigentlich recht praktisch, wenn du irgendwie so das machen könntest in Secret of Mana oder so, weil dann da muss ja die Dings leveln, aber hier muss ja nichts wirklich machen. Na komm, lass das.
ansprechen und los. Wir runter, genau. Eigentlich suchen wir nur ein Buch. Ich will das Buch. Ist es das? Ich weiß es nicht. Fragt euch jetzt, was wir da mit dem Buch, aber hier sind eine Menge Bücher, ne? Ach, das ist eine Triotech. Göttchen, das habe ich gar nicht gesehen. Was gab's? Eine Menge Taler und ein Mega-Ether. Gott, meine Nase juckt. Oh, ich sehe. Wir müssen Schluss machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.